Ist Tätowieren Sünde? Darf man sich als Christ tätowieren lassen? Hier ist die Antwort. 3. Mose 19, 28. Und macht euch keine Tätowierungen. Ganz einfach. Ihr dürft euch nicht tätowieren lassen. Und was ist das dann auf deinem Arm? Wasserfarbe? Ach so. Genau. Was geht? Cory hier. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, was für mich persönlich sehr wichtig ist und ich mich auch viele Jahre damit auseinandergesetzt habe. Und zwar über das Thema, ist Tattoos Sünde oder sind Tattoos Sünde und darf sich ein Christ tätowieren lassen? Aber auch, sollte sich ein Christ tätowieren lassen? Bevor wir anfangen, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer wieder Bescheid bekommt, wann ich ein neues Video mache. Als ich noch jung war, wollte ich mich immer schon tätowieren lassen. Damals war es einfach nur, weil es cool war. Basketballspieler oder Wrestler hatten Tattoos und ich fand das so cool. In Videospielen oder so, wenn ich einen Spielercharakter selber erstellen konnte, habe ich mich immer selber erstellt und mir dann ein Tattoo gegeben. Aber es war von Anfang an klar, mein Dad hätte es nie erlaubt. Und ich habe mir auch gedacht, wenn er sagt, das ist nicht erlaubt, dann steht es wahrscheinlich auch genauso in der Bibel. Irgendwann musste ich mich aber selber entscheiden. Ich musste mich selber für Jesus entscheiden, ich musste mich selber entscheiden, wieso tue ich diese Dinge, wieso mache ich das nicht, aber mache das, warum mache ich das, aber mache das nicht. Und habe angefangen, alles zu hinterfragen, was ich tue. Und nicht nur hinterfragen und sagen, ja, warum ist es blöd, sondern einfach nur herauszufinden, was der Grund dahinter ist. Und genau so war es bei dem Thema Tattoo. Ich möchte dich heute mitnehmen in die Fragen, die ich mir gestellt habe, bevor ich mich tätowieren lassen habe. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, sind Tattoos Sünde? Gibt es was ganz Klares in der Bibel, was es verbietet? Und da bin ich zuerst auf den Vers gekommen, wie am Anfang des Videos, 3. Mose 19, 28. Und hier steht, wenn ihr um einen Toten trauert, dann schneidet euch deswegen nicht die Haare rund um die Schläfe ab, stützt euch nicht eure Bärte, ritzt euch nicht in die Haut und macht auch keine Tätowierungen, ich bin der Herr. Nicht in allen Übersetzungen steht Tätowierungen, aber wir können uns sicher sein, es geht um das Tätowieren. Aber wenn man das ganze Kapitel liest, dann sieht man, da stehen noch einige mehr Gebote, nicht nur das Tätowieren. In 19 steht zum Beispiel, trag keine Kleidung aus Mischgewebe oder zweierlei Faden. Oder in 26 steht, wir sollen kein Fleisch essen, was noch nicht komplett ausgeblutet ist. Was, glaube ich, ein Steak ist oder irgendwie sowas, der noch nicht komplett durch ist. In 27, wie ich auch schon gelesen habe, heißt es, du sollst die Haare nicht abschneiden und die Bärte nicht abrasieren oder stutzen und so weiter und so fort. Also da steht noch einiges mehr, was wir nicht machen sollten. Das heißt, wenn wir nur diesen Vers nehmen würden als Beschreibung, du darfst dich nicht tätowieren lassen, hieße es auch, du darfst nicht diese Kleidung tragen, du darfst dieses Fleisch nicht so essen und du darfst dir die Haare auch nicht schneiden oder stutzen. Hier geht es nämlich um das Gesetz von Mose, das, was für die Juden gegeben wurde. Und das gilt nicht mehr für uns. Denn Paulus sagt doch in Römer 6, 14, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Oder? Aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit. Ganz grob. Paulus sagt, wir sind nicht mehr unter diesem Gesetz. Das Thema, das kann man ganz, ganz, ganz weit öffnen, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Irgendwann mal. Das heißt im Umkehrschluss, dadurch, dass wir Jesus angenommen haben, fallen wir nicht mehr unter diesem Gesetz. Das heißt, man kann diesen Vers nicht benutzen, um zu sagen, Tätowieren ist Sünde. Oder? Frage 2, oder beziehungsweise Punkt 2, ist Ehre deine Eltern. Mein Dad war klar dagegen und daher wusste ich, solange ich zu Hause lebe, werde ich mich nicht tätowieren lassen. Ich wusste auch, dass ich mein Dad vertrauen konnte, dass er das Richtige für mich will. Und das war es auch. Und hätte ich mich damals tätowieren lassen aus den falschen Gründen, wäre es vielleicht nicht okay gewesen, wie ich jetzt heute sagen würde. Ich muss dir wirklich sagen, solange du zu Hause wohnst und deine Eltern wollen das nicht, dann... Wenn du es dann doch tust, dann ist es Sünde. Dann ist es ganz klar Sünde. Weil es heißt doch so oft in der Bibel, 2. Mose 20, 12, 5. Mose 5, 16, Jeremia 35, 7, Maleachi 1, 6 oder Matthäus 15, 4 bis 6 und wahrscheinlich auch noch mehr Stellen. Aber es heißt doch immer, ehre deine Eltern. Das heißt, das, was sie sagen, ist Gesetz. Außer wenn es gegen Gott geht, aber das ist ein anderes Thema. Aber es kommt die Zeit. Im Leben eines Mannes, an dem er Mutter und Vater verlässt.
Ja, und dann sind wir selber verantwortlich und dann sollten wir uns sicher sein, dass das, was wir tun, auch das Richtige ist. Yes. Und damit kommen wir zu Punkt 3, die Intention. Wieso willst du dich überhaupt tätowieren lassen? Wenn du mir jetzt sagst, weil es gut aussieht, dann würde ich sagen, das ist der dümmste Grund überhaupt. Schönheit vergeht, wie man immer so gut sagt. Etwas, was dir jetzt gefällt, gefällt dir vielleicht in 10 Jahren nicht mehr. Das heißt, nur weil es gut aussieht, dann würde ich dir sagen, tu es nicht. Außerdem darfst du dich auch nicht beeinflussen lassen von dem, was andere tun. Nur weil jetzt alle deine in deinem Freundeskreis sich tätowieren lassen, musst du aufpassen und dich selber hinterfragen, okay, möchte ich mich wirklich tätowieren lassen, nur weil jeder andere das jetzt tut. Freundschaftstattoos zum Beispiel. Zu dem Thema fällt mir zum Beispiel Römer 12,2 ein. Passt euch nicht die Maßstäbe der Welt an, sondern lasst euch von Gottes Denken verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Weil nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das war jetzt ein Vers von wahrscheinlich viel mehr, wo es darum geht, dass wir uns nicht der Welt gleichsetzen sollen. Wir sollen nicht die Sitten dieser Welt übernehmen. Das heißt, wenn du dich tätowieren willst, schau nicht auf andere. Mit der Zeit wurde mir immer mehr klar, dass ich nicht leben wollte, wie ich es möchte, sondern so leben möchte, wie er es will. Matthäus 26,39, sondern wie du willst. Matthäus 6,10, dein Wille geschehe. Psalm 40,9, ich will gerne deinen Willen tun. Galater 2,20, nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ich kam zu dem Entschluss, dass ich nicht mehr meinen Willen durchsetzen wollte, sondern hören wollte, was Gott für mich geplant hat. 1. Korinther 10,31. Ob ihr jetzt trinkt oder esst, egal was ihr tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Das war jetzt die Corey-Übersetzung. Als ich diese Erkenntnis bekommen habe, habe ich mir gesagt, boah, ich muss jeden von Jesus erzählen. Und das ist nicht passiert. Ich habe es einfach nicht geschafft, Leute anzusprechen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, was auch immer der Grund war. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich meinen Körper benutzen kann, um Gottes Wort zu verkündigen, um ein Gespräch anzufangen, dann möchte ich das tun. Ja, dann bin ich eine lebende Anzeigetafel. Überall, wo ich bin, möchte ich Gottes Wort haben. Ich wollte es so eindeutig wie möglich machen, dass ich zu Jesus gehöre. Und ich wollte auch, dass man es nicht wirklich verstecken kann. Also habe ich meinen Arm ausgesucht. Und über diese letzten Jahre sind so viele Gespräche entstanden, dadurch, dass Leute drauf gucken, oh, was steht da? Oh, was steht da? Was ist das? Was ist das? Was bedeutet das? Was bedeutet dies? Was bedeutet das? Und jedes Mal musste ich ja schon praktisch erklären, oh ja, das ist ein Bibelvers, da geht's darum, da geht's darum. Ach, glaubst du wirklich daran? Ja, ich glaube da wirklich daran. Das heißt, es ist so ein gutes Werkzeug, Gespräche anzufangen. Für mich persönlich. Also um zusammenzufassen, letztendlich ist meine Intention gewesen, das Wort weiterzugeben, Gespräche anzufangen und Leute auch einfach eine Message mitzugeben, wenn ich in der U-Bahn oder irgendwie sowas so mache und hier steht einfach Jesus, das heißt, irgendwas denken die sich, die denken an Jesus für eine kurze Zeit. Das war meine Intention. Und dann kommen wir zu dem Punkt 4. Was sollten wir uns tätowieren? Ich hoffe, es ist für jeden klar, dass wir uns jetzt nichts Dämonisches oder irgendwas, was gegen Gott ist, tätowieren lassen sollten. Auch diese Trend-Tattoos sollte man sich nicht stechen lassen, weil die sind irgendwann nicht mehr im Trend. Auch was du jetzt schön findest, in ein paar Jahren kannst du dich dafür schämen. Deshalb habe ich mich entschieden, etwas mit einer Bedeutung tätowieren zu lassen. Etwas, was in 20 Jahren, egal wenn es schön oder nicht schön aussieht, immer noch dieselbe Intention hat. Außerdem müsst ihr vorsichtig sein, wie viel ihr euch tätowieren lasst. So viele Leute habe ich gehört, die einfach süchtig danach geworden sind, dass du einfach noch Lust hast auf mehr. Darum habe ich, bevor ich mich tätowieren lasse, gesagt, es wird nur der rechte Arm sein und nicht weiter. Weil manchmal habe ich sogar das Bedürfnis, ah, vielleicht noch der Rücken, der linke Arm vor allem. Aber ich habe mir gesagt, ich begrenze es auf eine Sache, damit ich immer noch die Kontrolle darüber habe. Dass ich entscheide, ich mache das, weil ich es möchte und wegen dieser Intention. Nicht aus dem Grund, weil alle es machen, nicht aus dem Grund, weil es gut aussieht, nicht aus dem Grund, weil ich einfach Lust drauf habe, sondern wirklich immer nur aus dieser einen Intention, ich möchte Gespräche anfangen und Gottes Wort weitergeben. Und das Letzte, was ich zu diesem Thema sagen möchte, ist, nehmt nicht mein Wort. Wenn ihr euch tätowieren lassen wollt, sagt nicht, oh, Corey hat XY gesagt, also lasse ich mich tätowieren. Nein, ihr müsst selber ins Gebet gehen und nachforschen. Ihr seid verantwortlich für das, was ihr macht.
nochmal die Bibelverse alle durchgehen plus extra Bibelverse finden. Und dann könnt ihr euch erst sicher sein, weil wenn ihr glaubt, dass es Sünde ist, dann ist es Sünde. Dazu würde ich nämlich sagen, Römer 14, 23. Wer aber beim Essen zweifelt, und ich verändere das jetzt einfach mal, wer aber beim Tattoo zweifelt, ob es richtig ist, was er tut, der ist schon verurteilt. Denn er handelt nicht im Vertrauen auf Christus. Alles aber, was wir nicht in diesem Vertrauen tun, ist Sünde. Ich möchte nur sicherstellen, dass ihr euch alle selber darüber Gedanken macht und nicht nur das nimmt, was jemand sagt. Ich wollte nicht nur mich nicht tätowieren lassen, weil mein Dad es gesagt hat, und ich wollte mich auch nicht nur tätowieren lassen, weil ich irgendwo gelesen habe, das ist okay. Sondern ich wollte selber mit Gott in Einklang sein, Gott vertrauen, Jesus vertrauen, dass das, was ich mache, okay ist. Und das muss jeder selber für sich tun, machen, haben, können, tun. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht in dieses Thema gebracht. Falls ihr trotzdem noch Fragen an mich habt, könnt ihr gerne das in den Kommentaren schreiben oder mir privat irgendwie schreiben, wie auch immer. Ich mache vielleicht irgendwann mal ein Video über, was mein Tattoo bedeutet. Falls ihr noch Videowünsche habt oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie mir immer unten in die Kommentare schreiben. Sonst wisst ihr, jeden zweiten Donnerstag kommt ein Video. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und falls euch das Video gefallen hat, einfach liken. Einfach so. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr dieses Video teilen. Oder so weiter und so fort, weiter erzählen. Ich bedanke mich natürlich für jeden Einzelnen, der zugeguckt hat. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Corey hier, ihr da. Alles klar.